Landschaftlich herrlich liegt das obere Schmiechtal, hier Sondernach. Das malerische Gundershofen am Anfang des Schmiechtals ist erstmals 1268 genannt und gehörte zur Herrschaft Justingen. Zwei Kilometer aufwärts des Tales in Springen ist die Karstquelle der Schmiech, die das gleichnamige Tal so markant prägt. Die wuchtige katholische Kirche von 1848 ist heute noch der Treffpunkt der Gläubigen aus Sondernach, Hütten, Tal Steußlingen, Meerstetten, dem Schloss Neusteußlingen und damit fest zum Schmiechtal gehörig. Ebenso wie Sondernach mit seiner Kirche, wo sich die evangelischen Christen derselben Orte zum Gottesdienst treffen. Die spätgotische Kirche von 1599 wurde 1781 erneuert. Sondernach ist als Sunder in Ahe 1275 genannt und kam 1582 an Württemberg, das die Reformation einführte. Von der Kirche bis zum Sondernacher Schulhaus wird die Sondernach von vielen kleinen Quellen gespeist und mündet schon nach kurzem Lauf unterhalb der Riedmühle in die Schmiech. Wie im Talkessel eingebettet liegt das frühere Stuhdach, daher wohl auch der Spruch, Hidde, Leuchtturgert, wie schee bist du? Hütten, das zu Hohen Justingen gehörte und dessen Mühle 1216 Stuhdach hieß, besaß im 13. Jahrhundert den Ortsadel, also von Stuhdach. Denselben Namen trug auch die Schmiech. Die kleine spätbarocke Kapelle von 1717 wurde 1967 vergrößert. Der gute Hirte davor stammt von 1900. Die besondere Landschaft des Schmiechtales, vor allem um Hütten, mit Bärental, Tiefental, Schlossfelsen, sowie den Freiflächen Katzenbank, Uhrenschwang und Eichhalde, war schon immer ein Magnet für Kurgäste und Wanderer. Leider sind die Freiflächen am Uhrenschwang und Katzenbank durch Neuaufforstungen in ihrer Funktion beeinträchtigt. Selbst die Bahn wird von größeren Wandergruppen gerne als bequemes Transportmittel benutzt. Das Schmiechtal war schon früh ein stark befahrenes Tal. Einst wegen der Herren von Justingen und Neusteußlingen, dann bis 1901 durch die Postkutsche. Ab 1. August 1901, dem Einweihungsdatum der Bahnlinie Schelklingen-Münzingen, war bis in die Mitte der 60er Jahre ein reger Bahnverkehr. Dies sind sicher wichtige Gründe zur Entwicklung der vielschichtigen Handwerksansiedlung in Hüttern.
Ein weiterer Grund war wohl die zentrale Lage und die Aufträge der beiden Burgen Hohenjustingen und Neustreuslingen. Die Bereitschaft der Gesellen, in die Ferne zu gehen, ist nicht zu vergessen. Hamburg, Stuttgart waren beliebte Ziele der Wanderschaft. Im Jahr 1885 waren in Hütten 28 Handwerksarten registriert. Heute sind es einschließlich der Gasthäuser noch 9. Die Landwirtschaft war früher in Hütten dominierend, denn die meisten Handwerker bewirtschafteten als Ergänzung zu ihrem Beruf einige Morgen Land. Nicht so schnell ging es früher die Steige hinauf oder hinunter. Als Zugtiere besaß man meist nur Kühe. Die Egge, der Pflug und der Wagen waren aus Holz mit Eisen beschlagen. Gemäht wurde von Hand mit der Sense. Da war ein Schmied mit seiner Schmiede dringend notwendig. Neues wurde gebraucht, Altes musste repariert werden. Starker Schwerlastverkehr durch Hütten beschäftigte die Planer des Straßenbauamtes seit langem. Sie wollten den Engpass an der Schmiede von Jakob Herzog beseitigen. 1979 war es soweit. Ortsverwaltung, Stadtverwaltung, Anlieger und Planer waren sich einig. Die Bauarbeiten konnten beginnen. Was schon lange klar war, rückte jetzt in greifbare Nähe. Das alte Denkmal, die 1680 erbaute Schmiede, konnte ihr 300-jähriges Bestehen nicht mehr feiern. Auf September 1979 war die Planierraupe bestellt. Wenn eine Rettung des Hauses schon nicht möglich war, so fasste sich ein Team mit Jakob Herzog als Schmiedemeister und Hausbesitzer an der Spitze ein Herz, die alte Schmiede, das Haus mit dem schönen Fachwerkgiebel, sollte noch einmal wie vor 30 Jahren aufleben und das ganze Geschehen im Film festgehalten werden. Dazu war viel zu tun. Jakob mit Ehefrau Anneliese brauchten Tage, um die Werkstatt auf Vordermann zu bringen. Der Schmiedemeister musste sich ein Programm für den Arbeitsablauf zusammenstellen. Eisen musste gekauft werden, ein Lehrbuch war zu bestellen. Eine Tonfilmkamera musste angeschafft werden. Wertvolle Details an der Hausfront. Stützpfetten. Und Rautenbalken in typischer alter Bemalung.
der Blumenkasten aus geschmiedetem Eisen. Die gerollten S-förmigen Bänder haben ausgeschmiedete Enden und sind mit Nieten verbunden. Ein Mittel- und je zwei Seitenzirbel lassen heutige Kunststoffblumenkastenbesitzer vor Neid erblassen. In der Werkstatt wird schon hart gearbeitet. Ein Pickel muss spitzig sein und hart, er darf aber nicht ausbrechen. Vorbereiten zum Härten an einem Kuhhorn. Das gleiche gilt für den Meißel. Dieser Festwagen zeigt die wichtigen Teile eines Pferdewagens. Das Waagscheid.